Also der Anthony ist da und der Anthony hat gewonnen. Du warst zweimal unter den ersten dreien gestern. Ah, danke, ja, war ich dabei. Ich bin total happy. Ich wusste gar nicht, habe ich gerade schon gesagt, dass man auch mehrere Tattoos einreichen kann in den gleichen Contest. Ich dachte immer, man da muss sich auf eins mit sich selber einigen irgendwie. Ja gut, das ist, ich weiß nicht, steht eigentlich nicht festgeschrieben oder so. Und da habe ich mir gedacht, weil ich zwei schöne Motive gemacht habe und ich wollte es einfach mal repräsentieren und die Leute zeigen, was halt so ich gemacht habe. Ja. Scheint ja auch gut angekommen zu sein. Ja. Und wie groß waren die so, diese Bilder? Also der Zweitplatzierte und der habe ich ein Bein gemacht von ja, Leiste bis zum Fuß runter. Und der Erstplatzierte komplette Oberkörper, also halbe Oberkörper. Und es wird noch weiter gemacht. Das ist quasi noch ein bisschen baustelligmäßig, aber es wird wachsen. Also ist noch gar nicht fertig, hat aber schon gewonnen. Ja gut, das ist so, sagen wir mal so, man kann ein bisschen ansetzen, ja. Aber er möchte halt komplette Seite zumachen und deswegen haben wir leider nicht geschafft von der Zeit her. Aber ihr habt nicht alles hier gestochen, sondern es war schon vorher begonnen. Genau, das war Anfang des Jahres. Das mit dem Oberkörper und das mit dem Bein war letztes Jahr, Anfang letztes Jahr. Ja, es dauert schon ein bisschen, so diese ganzen Dreiecke da rein zu zeichnen. Mit dem Bein habe ich jetzt 8 Monate gebraucht. Ja, und mit dem Oberkörper insgesamt 4 vielleicht, ja. So, ich habe immer gedacht, man müsste das auch auf der Convention gestochen haben, komplett. Ja gut, das wäre dann die Kategorie Best of Day. Ja, das ist dann das, was du hier am Contest, an der Convention selber dann machst. Ja. Ja. Machst du das grundsätzlich, dass du dann auch immer an Contests teilnimmst, wenn du da bist? Ja, mach ich sehr gerne. Also wenn ich sehe, meine Kategorie ist bei diesem Convention dabei, dann schicke ich schon ein paar Leute hoch, weil ich würde schon gerne wissen, ob irgendwie, ja, was geht. Ja. Ja. Wie lange tätowierst du denn selber schon? Ich mache das jetzt schon 16 Jahren und ja, es macht immer noch Spaß. Wann hast du den ersten Contest gewonnen? Den ersten Contest war 2012, da habe ich bei Best of Small mitgemacht. Und das war natürlich auch so ein polonesischen Ring, irgendwie an der Schulter. Ja, es hat mich schon irgendwie in die Richtung gezogen. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss es mal größer machen. Ja. Ja. Nur wenn man es auch von unten sieht auf der Bühne. Genau, ja. Sehr gut. Hast du denn heute auch noch Termine? Also machst du heute noch was? Stichst du noch was? Heute nicht mehr. Also wir machen heute ein bisschen langsamer. Vielleicht noch eventuell Walk-ins oder so, aber sonst eigentlich nichts Großes geplant. Wie viele Tattoos stehst du normalerweise auf so einer Convention? Oder kommt es auch immer ein bisschen auf die Größe und das Projekt an? Ja, das ist je nachdem. Wenn jetzt am Anfang jemand kommt mit was Großes und dann mache ich da den ganzen Tag damit. Ne? Und die kleinen Sachen, da habe ich ja zum Glück meinen Sohn dabei und da nimmt er mir ein bisschen was ab. Und ansonsten, ja, 1 bis 2, je nachdem. Und jetzt nächste Woche hast du auch schon wieder alles voll mit Terminen? Ja, ist wieder voll geklatscht und es geht wieder los mit Dreiecken. Ja, echt? Ja, es sind noch ein paar Projekte am Laufen. Die werde ich dann Jahr für Jahr dann rausbringen. Mit Dreiecken meinst du jetzt dieses Hipster-Dreieck, oder? Nein, meine polonesische Dreieck. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin doch der Dreieckmann. Ja, ich dachte jetzt, du meinst so diese Hipster-Dreiecke, so diese Illuminati. Nein. Deswegen hätte ich jetzt gefragt, ob du auch teilweise Bilder ablehnst, wenn einer zu dir kommt und du sagst, so, das geht gar nicht, das passt nicht. Ja, ich versuche die dann auf der richtigen Bahn zu lenken, weil es irgendwie dann ästhetischer aussieht, je nachdem. Weil ich möchte nicht irgendwie Sachen aus dem Internet 1:1 kopieren oder so, wo die Leute dann einfach damit... Ja, Hauptsache Farbe auf der Haut. Das bin ich. Ja gut, dann wünsche ich dir für die nächsten Conventions schon mal an dieser Stelle viel Erfolg. Ja, okay. Dann werden wir dich ja noch mal öfter da sehen, ne? Ja, ich hoffe doch sehr. Ja, danke schön. Sehr gut, dann lass dich noch mal knuddeln.